Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wednesday Friends Day. Heute werde ich eure Fragen beantworten. Es sind wieder einige geworden und ich freue mich sehr. Bis gleich. Ich fange an mit einer Frage, die ich super leicht beantworten kann. Und zwar hat Suse gefragt und viele andere haben auch gefragt, sag mal, sind deine Haare dunkler? Hast du deine Haare jetzt irgendwie noch getönt oder noch gefärbt? Und ich muss sagen, nein, ich habe gar nichts getan. Meine Haare sind immer sehr, sehr unterschiedlich und es ist immer auch tagesformabhängig. Manchmal direkt nach dem Waschen sind meine Haare blonder und wenn ich sie dann ein, zwei Tage nicht gewaschen habe, dann sind sie einfach dunkler. Und wenn ich Haarspray benutze, sind sie auch dunkler und wenn ich irgendwie mal ein bisschen Haaröl in die Spitzen tue, weil manchmal sind meine Haare auch ein bisschen trocken, dann wirken sie auch ein bisschen dunkler. Also ich habe nichts getan, nichts gestrehen, nichts gefärbt. Habe ich momentan auch nicht so Lust zu, aber kann ja auch immer sein und nö, das ist irgendwie so. Meine Haare sind jeden Tag so unterschiedlich, total nervig eigentlich. Und so sind meine Haare so, wie sie sind, jeden Tag anders, leider ist das so, naja, nützt ja nichts. Und Seniorina Chiara hat gefragt, sag mal, wie strukturierst du eigentlich deinen Alltag mit deinen drei Kindern und dem Videodreh und deiner Hausarbeit und den vielen anderen Sachen, die du noch machen musst? Diese Mail erreicht mich häufiger. Viele fragen mich, wie ich das mache. Und die Antwort ist, ich weiß es manchmal selber nicht. Also ich mache das einfach und ich habe sehr viel Spaß daran. Ich strukturiere meinen Tag einfach ein bisschen durch, damit ich gefühlt hier irgendwie nicht untergehe und damit ich auch alles so schaffe, was ich mir vornehme. Und das klappt auch so ganz gut. Viele, die vielleicht Kinder haben, wissen, dass man ganz viel planen und strukturieren kann, dass man aber es meistens nicht einhalten wird, weil es immer anders kommt, wie man denkt. Und das ist bei mir auch so. Und ich mache das einfach so, wie ich das schaffe. Also meine beiden älteren Kinder gehen ja morgens in den Kindergarten und da habe ich so ein bisschen Zeit, auch wenn der Kleine schläft oder der Kleine gerade, ja irgendwie, wenn es gerade passt eben, dann drehe ich einfach was. Und ich drehe fast jeden Morgen ein Video oder manchmal auch zwei. Es kommt drauf an, wie ich das so schaffe und das klappt eigentlich so ganz gut, manchmal auch nicht, dann muss ich eben abbrechen oder wann später weiter drehen und manchmal dauert es auch, bis ich ein Video fertig habe, also gerade beim Kochen ist es manchmal auch so, dass ich so ein Kochvideo manchmal so verteilt, so ein bisschen zieht, also dann, dann mache ich das eine und dann kommt wieder das Kind und dann mache ich das andere und dann, ja, also es geht ja manchmal so ein bisschen drunter und drüber. Manche Tage sind total gut und total strukturiert, manche weniger. Aber ich versuche das irgendwie alles hinzukriegen und ich habe nicht das Geheimrezept. Nicht, dass ihr hier denkt, ich habe hier irgendwie das Rezept, wie man alles in einen Tag stopft. Das habe ich überhaupt nicht. Ich mache das ganz stark alles nach Intuition und nach so Flow. An manchen Tagen drehe ich auch kein Video, wenn ich merke, es geht hier irgendwie gar nichts. Es gibt so Tage hier, die, da geht nichts. Und da mache ich dann auch nichts. Ich setze mich da überhaupt nicht unter Druck, alles jetzt schaffen zu wollen. Wenn man so loslässt, habe ich so das Gefühl, das läuft dann am besten und ja. Struktur ist irgendwie da, aber auch irgendwie nicht. Und ihr wisst schon, manchmal nicht so einfach. Dann hat mich Ella gefragt, sag mal, du sagst, du ernährst dich nicht vegan, bist keine Veganerin, aber in deinen Rezepten finde ich irgendwie nie Milchprodukte oder Eier, dann bist du doch vegan. Oder was isst du denn an tierischen Produkten? Ja, also, ich habe ja eine Laktoseintoleranz und ich vertrage nur ganz geringe Mengen von Milchprodukten. Das heißt, ich habe eigentlich den Milchprodukten komplett den Rücken gekehrt mittlerweile, weil ich einfach merke, ich vertrage es nicht. Und wenn ich einen Löffel normalen Joghurt esse, dann habe ich das Gefühl, ich möchte jetzt mehr und deswegen lasse ich das einfach jetzt komplett. Das Einzige, was ich vertrage, ist so Parmesan, auch in geringen Mengen. Also so einen ganzen Parmesankäse kann ich jetzt nicht aufessen, aber so mal eine Pizza damit bestreuen oder ein bisschen irgendwie mal im Salat, das geht wunderbar. Also ist Parmesan eigentlich das einzige tierische Produkt, was ich esse und was ich auch vertrage. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und schwupp, ist man keine Veganerin mehr. Ja, bei mir ist das so ein bisschen schwierig. Ich drücke mir da keinen Stempel auf. Ich kann sagen, ich bin Vegetarier und Milchprodukte esse ich halt auch gar nicht. Und Eier, zu Eiern habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis. Ich weiß nicht warum. Ich habe natürlich in meinem Leben auch schon Eier gegessen und finde es auch völlig in Ordnung, wenn andere sie essen, aber irgendwie werde ich mit Eiern nicht warm. Das war schon mein ganzes Leben so, dass ich immer so bei Eiern so zwischen finde ich obereklig und finde ich irgendwie lecker so gependelt bin. Ich konnte mich da irgendwie nicht so entscheiden und also ich finde Eier irgendwie, ich kaufe sie irgendwie auch nie, ich habe sie auch irgendwie nie im Haus.
Wenn mein Mann Eier möchte, kaufe ich sie natürlich gerne ein. Aber Eier esse ich eigentlich nicht. Aber ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und da backt jemand einen Kuchen, da frage ich nie, sind da Eier drin? Ja, dann esse ich ihn nicht. So bin ich jetzt überhaupt nicht. Wenn jemand da einen Kuchen backt und dann esse ich den auch und wenn da ein paar Eier drin sind, dann finde ich das auch okay. Aber ich muss sagen, ich schmecke es mittlerweile raus. Es gibt ja auch so Kuchen, da verwendet man so 6 bis 8 Eier und das schmecke ich wirklich raus und das mag ich einfach nicht so gerne. Aber ich bin da mega pflegeleicht, weil ich finde es auch immer schwierig, wenn Menschen so ernährungstechnisch so oberkompliziert drauf sind. Deswegen, es reicht mir zum Beispiel mit meiner Laktoseintoleranz, dass ich viele Sachen nicht essen darf. Das ist schon blöd auch, finde ich. Ja, und was ich noch sagen muss, ich bin auch kein Veganer, weil zum Beispiel Veganer würden niemals auch Lederjacken tragen oder so. Und ich trage zum Beispiel auch Schuhe aus Leder, nicht zwingend. Ich habe auch Leder-Imitatschuhe, aber da bin ich ganz entspannt und ich würde auch eine Lederjacke tragen. Ja. Und Veganer gehen ja auch zum Beispiel, so echte Veganer, so Hardcore-Veganer gehen ja auch nicht in den Zoo mit ihren Kindern oder so. Das ist wieder ein anderes Thema und ich finde es auch schwierig mit Zoo gehen und mit den Tieren und natürlich sehe ich das sehr, sehr kritisch. Und zum Beispiel muss ich auch sagen, ich bin auch kein Veganer, weil ich zum Beispiel auch Honig als Heilmittel sehe und zum Beispiel auch Honig homöopathisch ganz gerne einsetze. Und wenn ich zum Beispiel super Halsschmerzen habe oder so, dann finde ich Honig schon sehr, sehr lindernd. Und ja, dann nehme ich auch Honig manchmal zu mir. Ja, und deswegen ist meine Ernährung nicht vegan. Und Fertile in Fashion hat gefragt, sag mal, mich würde mal super interessieren, wie du mit Vornamen heißt. Oder ist es ein Problem für dich? Nee, es ist kein Problem für mich. Ich habe diese Frage auch schon öfter beantwortet. Mein Vorname ist Martina und ja, das ist er. Nicht spektakulär, aber was soll man machen? Und Tamara hat über Facebook gefragt, sag mal, was sind eigentlich deine Hobbys und was machst du in deiner Freizeit so? Ja, also meine Freizeit, wo ist sie eigentlich? Ja, also ich habe leider nicht so mega viel Freizeit, weil ich einfach mit meinen 3 Kindern, muss ich immer sagen, ich schiebe es ja immer vor, nein. Weil ich mit den 3 Kindern einfach mega beschäftigt bin, muss ich ehrlich sagen. Aber ich reite sehr, sehr gerne und habe mein Herz so ein bisschen auch an Pferde verloren. Und wenn man hier zum Beispiel auf die Straße geht oder aus der Tür rausgeht, sind ja so viele Pferdekoppeln und hier muss man irgendwie einfach reiten. Und bei mir ist es aber so, dass ich wirklich mit dem Reiten angefangen bin, als ich 13 war und dann auch sehr, sehr lange geritten bin mit einem eigenen Pflegepferd, was ich wirklich über 10 Jahre hatte. Und also so ein Pony. Und somit habe ich halt auch Reiterfahrung. Dann habe ich eine Zeit lang mit dem Reiten aufgehört und habe dann vor so ein paar Jahren wieder angefangen zu reiten und ich muss sagen, es ist wirklich super schön. Ich umgebe mich sehr, sehr gern mit Pferden und ich kann da einfach so ein bisschen abschalten und ich finde die Kombination super, so frische Luft ein bisschen anpacken, so ein bisschen ausmisten oder so ein Pferd putzen. Ist ja auch körperlich, jetzt nicht anstrengend, aber auch man ist so körperlich so ein bisschen gefordert. Das mag ich sehr, sehr gerne und ich liebe ja auch stundenlange Ausritte. Ich bin auch ein richtiger Wanderritt-Fan. Also ich finde es so toll, wenn man einfach durch die Landschaft reitet und ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Ansonsten lese ich sehr gerne in meiner Freizeit, wenn ich es kann, aber manchmal kommt es echt zu kurz. Und was mache ich sonst gerne? Ja, ich mache am liebsten, ehrlich gesagt, zum Beispiel abends aktiv gar nichts. So einfach nur rumtüdeln, ein bisschen im Internet rumstöbern oder einfach mal das machen, worauf man Bock hat. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich komme manchmal da nicht so zu, aber jetzt in Zukunft werde ich auf jeden Fall wieder regelmäßig auf den Pferderücken steigen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mal so ein bisschen auch mal wieder mehr an die frische Luft muss und ein bisschen mehr Landluft atmen möchte. Und da steht Reiten bei mir ganz oben auf der Liste. Charlotte hat gefragt, sag mal, in welches Land würdest du momentan am liebsten reisen? Wenn du jetzt sofort Urlaub machen könntest, wo würdest du am liebsten hinfahren? Oh, das ist eine so schwierige Frage, die sich wahrscheinlich minütlich bei mir ändern würde. Aber momentan würde ich, glaube ich, sagen, ich würde jetzt nach Ibiza fliegen. Finde ich eine tolle Insel, mega cool, spricht mich total drauf an und ich liebe dort diese Hippie-Märkte. Habe ich schon bestimmt 1000 Mal erzählt, finde ich mega cool, Ibiza würde ich sofort machen. Da kommt aber auch schon das Aber, weil so Bali und so finde ich auch cool. Aber man muss sich ja entscheiden. Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt heute noch losfliegen würde, würde ich Ibiza wählen. Andrea hat gefragt, sag mal, benutzt du eigentlich ein Parfüm und wenn ja, welches?
Nein, momentan benutze ich eigentlich gar kein Parfum. Ich muss sagen, ich habe momentan eine parfümfreie Phase. Ja, ich habe es eben jahrelang benutzt, aber ich hatte es eine Zeit lang so mal einfach so über alle möglichen Düfte. Also kennt ihr das, wenn ihr so manchmal so euch überladen fühlt von so Gerüchen, dann mag man gar nichts mehr aufsprühen. Natürlich habe ich immer Düfte gehabt, die ich sehr, sehr mochte. Und zum Beispiel ist eins meiner Lieblingsparfums Issey Miyake von Issey Miyake. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dann Chloé von Chloé finde ich auch ganz toll. Und das sind so die Parfums, die ich wirklich mag. Aber momentan benutze ich kein Parfum. Und Chiara wollte wissen, sag mal, hast du irgendwelche Zeitschriften abonniert? Ja, eine Zeitschrift habe ich abonniert. Das ist Yoga Aktuell. Das ist eine Yoga-Zeitschrift, die ich wirklich auch sehr, sehr mag. Ansonsten kaufe ich mir die Zeitschrift. Mir ist es auch immer wichtig, flexibel zu sein. Deswegen abonniere ich eigentlich ungern Zeitungen. Ich kaufe sie mir einfach, wenn ich Lust auf sie habe. Und wenn nicht, dann lasse ich sie einfach im Regal. Und Bianca hat gefragt, sag mal, wird es jetzt zur Weihnachtszeit Weihnachtsrezepte geben? Ich kann das nur bejahen. Ich koche ja immer sehr saisonal und da bekommt man natürlich um die Weihnachtsküche auch nicht drum herum. Und auf jeden Fall werdet ihr hier das ein oder andere Rezept auf jeden Fall vorfinden und ich freue mich schon, ja, ich freue mich schon drauf. Das war der Wednesday Friends Day für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schickt mir auf jeden Fall eure Fragen über YouTube, Mail, Instagram oder über Facebook. Alle Links dazu sind in der Infobox. Auf jeden Fall lesen. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch einfach einen Daumen hoch da. Würde mich super, super freuen. Ansonsten gibt es morgen das nächste Lifestyle-Video hier zu sehen. Klick dich einfach rein, wenn du möchtest. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Mittwoch und bis bald. Tschüss.